Conny. Daniela. Ja, ich bin Carmen. Carlo von Tiedemann. Tag, hallo. Schön, euch kennenzulernen. So, also als erstes einmal die Sicherheitsschuhe anziehen. Du bist heute mein Praktikant. Da geht doch schon F44, ne? Was ist denn das genau? Asskneifer. Aber da arbeiten Sie nicht. Nein. So, jetzt sind wir hier am Packtisch. So, hier setzen wir uns hin. So, und das ist unser Arbeitsplatz hier. Dann machen wir dann hier die Ringe hier drauf. Ich werde diese kleinen Bäumchen abschneiden. Ich lege das ein. Muss ich da was machen? Oh. Du gibst das Gerät jetzt erstmal ab und er kann hier was machen. Ja, genau. Das ist schön, dass ich das heute nicht machen muss. Guck mal, ist okay? Ja. Ja. Muss noch ein bisschen schwerer sein, ne? Ich könnte jetzt den da hinten einfach mal rausziehen. Ja, probier mal dein Glück. Ich sag auch Stopp. Eine Frage habe ich mir, Daniela. Elbe Werkstätten. Folgen, ich weiß ja ganz wenig über dich. Erzähl mal, wie lange bist du hier schon in den Elbe Werkstätten? Vorher war ich in einer anderen Gruppe von Nüttenringen. Das ist auch eine Elbe Werkstätten. Keiner ist perfekt. Das ist so. Ist gut, dass du das sagst. Das ist so. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Was meine Musik ist, das ist ABBA, Beatles und so solche Oldies. Wie bist du denn zu den Elbe Werkstätten gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Nämlich, das war so. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Elbe-Werkstätte auf uns zugekommen sind, weil Inklusion einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Wir haben heute gemerkt, dass wir einfach alle von einer offenen und bunten Gesellschaft profitieren. Wie ich auf Plattdeutsch sage, ein großes Kuddelmuddel. Und dieses Kuddelmuddel funktioniert nur, wenn wir respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen und wenn wir dann voneinander lernen. Ist es nicht so, dass wir alle über ganz verschiedene Fähigkeiten verfügen? Und ich muss sagen, wir hatten heute einen richtig guten Tag und haben voneinander gelernt. Und wir gehen jetzt euch alle mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Und Inklusion ist ein Muss für uns alle. Denn Teilhabe an der Gesellschaft ist ein Menschenrecht.